So, hallo ihr Lieben. Luftzeichen. Jetzt seid ihr dran. Und zwar habe ich heute mal die Luftzeichen, sag ich mal, in ein Reading zusammengepackt. Die Timecodes, wie gesagt, das seht ihr nachher auch im Video, habe ich vorweg, sag ich mal, dann unten in der Infobox findet ihr die einzelnen Timecodes dafür. Ihr wolltet euch wahrscheinlich ja nicht das ganze Video angucken. Ich will einfach mal gucken für jetzt und die nächste Zeit, sag ich mal. Das Monatsorakel habe ich ja schon gemacht, aber vielleicht, oder ich wollte einfach mal sehen, ob das Universum noch für einige von euch noch was mitzuteilen haben oder wo ihr gerade dran am Arbeiten seid. Wie gesagt, denkt daran, das ist ein allgemeines Reading. Aber vielleicht trifft es auch noch auf einige von euch zu oder ihr könnt auch noch einige Informationen daraus ziehen. Das ist manchmal ganz interessant. Das muss nicht immer positiv sein, das kann auch was Negatives sein, sag ich mal. Aber wenn es was Negatives ist, sag ich mal, dann kann man das als Hinweis nehmen, was Besseres daraus zu machen. Dafür sind die Karten ja da. Die meisten Kartendecks von hier kennt ihr schon. Ich habe jetzt heute noch mal aus dem Crowley Tarot jeweils zwei Karten für die einzelnen Sternzeichen damit zugenommen. Noch mal eine allgemeine Info von euch für die, die es jetzt praktisch noch nicht mitbekommen haben. Ich habe jetzt meine Webseite fertiggestellt. Da könnt ihr jetzt ab sofort auch persönliche Legungen buchen. Den Link zur Webseite findet ihr oben auf dem Kanal, direkt beim Kanalbild, rechts daneben ist der Zugang zu der Webseite. Guckt euch da gerne mal um. Wie gesagt, ihr könnt da direkt buchen oder kontaktiert mich, lasst mir einen Eintrag im Gästebuch da, freue ich mich wahnsinnig drüber. Wie gesagt, ich habe sie ja jetzt gerade erst gestartet. Und ja, das war es dann jetzt erstmal hier so von meiner Seite aus und dann wollen wir jetzt praktisch mal starten. Das heißt, der erste Stapel ist für die Waage, der zweite für den Wassermann und der dritte für den Zwilling. So, und dann wollen wir jetzt gleich mal starten. Ich packe jetzt die anderen beiden erstmal beiseite. Dann starten wir mal mit der Waage. Jetzt habe ich hier noch mein Seelenorakelbuch, das packe ich mal eben hier oben hoch. Und dann wollen wir nämlich mal schauen, was haben denn die Wagen noch zu bewältigen? Wollen wir mal gucken. Oha, die Grausamkeit und die Enttäuschung. Ja, die 5 Kelche und die 9 Schwerter. Ja, meine lieben Wagen, was macht ihr denn da? Fangen wir mal hier mit den 5 Kelchen an. Die 5 Kelche sagt Enttäuschung. Alte Wunden kommen hoch. Ihr habt was zu verarbeiten. Emotionaler Schmerz, Enttäuschung, unerfüllte Liebe oder problematische Beziehungen. Das sagt diese Karte hier. Irgendwelche alten Sachen kommen da bei euch hoch oder einige von euch. Denkt daran, das ist ein allgemeines Reading, sonst guckt noch mal bei eurem Aszendenten. Nur noch mal jetzt dazu gesagt. Wichtig ist jetzt, wenn alte Wunden hochkommen, dass die alten Enttäuschungen oder auch Täuschungen, sag ich mal, und Illusionen, die ihr euch vielleicht gemacht habt, dass ihr euch davon befreit. Das heißt das eigentlich. Wenn es dir gelingt, praktisch in dieser schmerzhaften Zeit, also wenn wirklich Wunden hochkommen, das heißt es ja eigentlich, dich davor nicht zu verschließen, sondern das zu bearbeiten, also offen zu bleiben dafür und deine Gefühle einfach annimmst. Das heißt, wenn du weinen musst, dann weine. Wenn der Wut hochkommt, dann nimm diese Wut an, versuch diese Wut und diese Tränen umzuwandeln, dann beginnt, weil in dem Moment, wo du es annimmst, beginnt auch dieser Heilungsprozess. Fühl ruhig in dich rein. Auch ein Schmerz kann sehr heilsam sein.
Weil ansonsten verharrt man nämlich immer in diesem Schmerz. Oder man schiebt es wieder beiseite und sagt, nee, da will ich mich momentan nicht mit beschäftigen, ich mache jetzt mal was anderes. Nur wenn man sich in dem Moment damit wirklich damit beschäftigt, warum und wieso, so, warum ist das so gelaufen? Oder warum empfinde ich diesen Schmerz? Oder nur dann, wenn man es wirklich annimmt, dann kann man auch darüber hinwegkommen. Oder wo du vielleicht am meisten Angst vor hast. Welches Verhalten anderer könnte dich vielleicht tief verletzen? Auch da versuchen wir uns ja manchmal vor zu schützen, ne? Wo in deinem Körper nimmst du das wahr? Im Herzen? Im Kopf? Versuch das mal zu ergründen. Zu ergründen. Atme dabei oder versuch praktisch das anzunehmen, atme dabei bewusst und in diese Zone, wo du diesen Schmerz fühlst, hinein. Bis sich ein Gefühl einstellt, dass man das einfach angenommen hat. Ja, Schmerz, ich weiß, dass du da bist und ich nehme dich jetzt an. Ob ich nun jetzt mir selbst wehgetan habe, dem anderen wehgetan habe oder was auch immer. Auf jeden Fall versuch mal diesen Schmerz anzunehmen. Weil nur dann kann auch eine Heilung einkommen. Weil hier sehe ich nämlich auch schon, dass einige von euch ziemlich grausam zu euch selbst seid. Sich selbst gegenüber. Und eben auch eventuell anderen gegenüber. Vielleicht, weil ihr euch dann irgendetwas verrannt habt und das eben nicht an euch heranlassen wollt. Deswegen habe ich auch mit dieser Karte zuerst angefangen. Ihr macht euch Vorwürfe oder anderen Vorwürfe. Ihr verurteilt euch selber oder auch anderen. Ihr habt Rachegelüste. Und das ist natürlich, das hat hier mit diesen alten Wunden zu tun, die dir womöglich hochkommen und sagen, nein, ich. Das sind Gedanken, die sind definitiv nicht gut. Da bist du zu hart und zu verurteilend dir selbst oder auch anderen gegenüber. Etwas in der Art deines Denkens deutet praktisch auch darauf hin, dass du dazu neigst, dir selber oder auch anderen weh zu tun. Wenn man das mal so sagen darf. Und indem du aufhörst, dich unnötigen Druck also dich selber unter Druck zu setzen, wird dein Umgang mit dir und anderen dann auch viel sanfter und liebevoller sein. Du kannst nichts erzwingen. Verstehst du? Und dadurch linderst du auch diesen Schmerz und die Traurigkeit. Vergib dir doch mal selbst und auch den anderen für vermeintliche irgendwelche Fehler, die gemacht worden sind, Worte, die gefallen sind, Gedanken, die du vielleicht gehabt hast. Aus der Sicht von oben, sag ich mal, gibt es ja gar keine Fehler, sondern nur Gelegenheiten, etwas zu lernen und zu wachsen. Und wenn dir Vergebung schwer fällt, ne? Weil man noch so in diesen Gedanken drinne ist oder in dem, was passiert ist, so drinne ist. Wenn es dir da schwer fällt, Vergebung walten zu lassen, dann mach dir bewusst, dass du oder was du dir oder auch anderen überhaupt vorwirfst. Was wirfst du denen denn vor? Begib dich deswegen in diesen Schmerz hinein. Und das ist ja dieses hier. Entweder bist du enttäuscht von dir selber, weil du viel zu viel erwartet hast. Erwartungen, die du an andere gerichtet hast oder an dir selber. Und dann hat das nicht geklappt. Oder der andere hat sein Wort nicht gehalten. Oder hat sich auf einmal ganz anders verhalten, als du gedacht hast. Und deswegen geh mal wirklich genau in diese Gedanken rein und mach dir mal klar, worum geht es hier eigentlich? Um dich selber? Um die Erwartungen, die du gehabt hast? Verstehst du, was ich meine?
erst wenn du bereit bist praktisch dazu. Also lass dich ruhig auf diesen vorhandenen Schmerz ein. Fühl ihn. Und erst dann wird es praktisch dir auch möglich sein, die Urteile über dich selber und auch über die anderen ruhen zu lassen. Warum denke ich denn so? Warum reagieren denn die anderen so und so auf das, was ich gesagt habe oder das, was gesagt wurde? Habe ich viele Sachen aus der Wut heraus gesagt oder der andere vielleicht auch zu dir, worüber man dann selber auch wieder wütend ist? Verstehst du? Man muss versuchen, der Sache selber auf den Grund zu gehen. Warum ist das so? Und warum empfinde ich das so oder dem anderen gegenüber? Ich weiß, dass das schwer ist. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Also auf jeden Fall für die unter euch, die es betrifft, mit Hassgedanken und Wut und Rachegelüsten oder auch euch selbst gegenüber, schadet ihr euch ja nur selbst und ihr kommt aber auch nicht voran damit. Und die Waage, ich glaube, die hatte letztes Mal schon wenn ich mich noch dran erinnere, im Monatshoroskop, da war auch sowas in der Art schon drinne, dass ihr in euch gehen sollt. Weil wer mit sich selber unzufrieden ist oder auch mit anderen, der strahlt das ja auch nach außen, ne? Aber wir gucken jetzt mal, was Lenormand-Karten noch dazu sagen. Hier. Da. An etwas oder jemanden gebunden sein, eine Verbindung, Beziehung, Verträge, Verpflichtungen, Wiederholung. Man dreht sich immer wieder im Kreis, eine Routine, die praktisch auch da ist. Und hier steht auch, die Hand reichen. Verantwortung übernehmen, Bilanz ziehen, Erfahrung und etwas loslassen, sich befreien, auch von Schuldgefühlen. Hier haben wir es wieder. Ist das nicht Wahnsinn, wie sich das wieder deckt? Ich bin jedes Mal wieder baff, ehrlich. Übernehmt die Verantwortung, fühlt euch in diesen Schmerz hinein, in den Hass. Hass bringt niemanden irgendetwas. Und ihr schadet euch selbst am allermeisten damit. Ob ihr das nun euch gegenüber macht, das heißt, hier übt ihr ja gerade eigentlich auch Grausamkeit euch selbst gegenüber. Macht euch das mal klar. Vielleicht hilft euch das jetzt auch, da mal einen anderen Blickwinkel reinzukriegen. Warum oder wieso? Hier. Ihr müsst das loslassen. Weil ihr schadet euch nur selber damit. Und Grausamkeit einem selbst gegenüber. Ich weiß, manchmal kommt man ja in solche Situationen. Hätte ich man und warum habe ich das getan? Und überhaupt, weil dieser Schmerz so übermächtig ist. Aber dann besinnt euch mal darauf, sag ich mal. Geht mal in euch und fragt mal, warum ist das denn so gekommen? Habe ich vielleicht falsch gedacht? Auch das muss man sich selbst gegenüber mal ja vorstellen, ne? Und ob das jetzt eine Beziehung ist zwischen zwei Menschen und die kaputt geht, warum auch immer, dass es immer nicht nur einer dran beteiligt, sondern es sind immer mindestens zwei daran beteiligt. Nämlich der eine, der es getan hat, und der andere, der sich das vielleicht gefallen gelassen hat, zugestimmt hat. Hat sich über sich ergehen lassen. Es gehören immer zwei dazu. Aber das kann auch andere Bereiche entsprechen, ne? Aber das hier ist eine ganz, ganz klare Botschaft. Ihr schadet euch damit selber und darüber müsst ihr euch bewusst werden. Weil ihr euch auch an jemanden gebunden fühlt. Diese alten Denkmuster und Handelsmuster, das müsst ihr müsst es definitiv loslassen. Das ist hier sowas von glasklar, sag ich mal. Da brauche ich auch weiter nichts zu sagen. Echt nicht. Also, meine lieben Wagen, da habt ihr was zu tun. Tut es bitte. Jetzt gucken wir noch mal hier. Was haben wir denn noch hier? Ja, siehst du, das schafft ihr aber. Gute Nachrichten. Probleme lösen sich sehr positiv.
Ihr erreicht da einen Sieg. Ihr arbeitet an euch selber. Ihr schafft das. Rückschau auf die Träume, Menschen und Ziele, die ihr mal gehabt habt von damals, Erinnerungen, alte Kontakte, altes Neubelegen und die Erfahrungen, die ihr bis jetzt gemacht habt, sag ich mal, auch zu nutzen. Ja, ganz klar, ihr schafft das. Vielleicht auch jetzt hier durch dieses Video, würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Auf jeden Fall die unter euch, die das betrifft. Nicht selbst zweifeln. Nicht sich selber hassen, weil das und das passiert ist. Das bringt euch nichts, Leute. Jetzt bin ich mal echt gespannt, was das Seelenorakel sagt. Das Präsent. Ihr bekommt ein Geschenk gemacht, meine Lieben. Ich lese euch das nochmal vor. Die Karte habe ich aber schon mal gehabt. Das Präsent ist das Geschenk, das du dem Leben machst, ohne Anhaftung und ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Hört genau zu. Geben kannst du nur, was wirklich deins ist, also zum Beispiel ein Lächeln, ein aufmunterndes Kopfnicken, eine zarte Berührung oder ein nettes Wort. Aber Dinge, die du verschenkst, weil du sie selbst nicht mehr magst, wie der Pulli, der zu klein geworden ist, gelten nicht als Geschenk, sondern nur das Allerkostbarste, echte Liebe und wahre Gefühle. Die Einladung der Karte sagt, erstelle eine Liste mit 10 Menschen und Dingen, denen du bzw. für die du dankbar bist und verbinde dich mit diesem Gefühl. Das Präsent fordert dich auf, eine derartige Dankbarkeit auch dann zu empfinden, wenn sie von nichts und niemandem bestimmten ausgelöst wird und sie allen Menschen entgegenzubringen, denen du begegnest. Wenn du dankbar bist, geht dein Herz auf und dir kommen die vielen Geschenke zu Bewusstsein, die das Leben dir macht. Genau. Löse dich davon. Es wartet so viel auf dich. Aber du musst es auch zulassen. Perfekt. Dies wirkt Mangeldenken entgegen und führt dir die ganze Fülle vor Augen, die dich umgibt. Das Präsent lädt dich ein, durch großzügiges Geben und dankbares Nehmen dem Fluss des Lebens zu folgen. Fällt es dir schwer, Grenzen zu setzen? Machst mehr von dir zu geben, als dir gut tut? Geht nicht lange gut. Denn dann wirst du entweder unterschwellig sauer auf die Partnerin bzw. deinen Kollegen und bekommst das Gefühl, dass dir das Leben etwas schuldet. Da sind wir wieder dabei. Achte darauf, dass du dich aus irgendeinem anderen Grund als echter Großzügigkeit heraus verausgabst. Versuchst du dir damit Zuneigung oder Akzeptanz zu erschleichen oder hoffst du etwa eine alte Wunde damit heilen zu können? Fang an, vor allem und zuallererst dich selbst zu beschenken. Bedenk dich all der Fürsorge, Liebe, Zeit und Akzeptanz, nach der du dich so sehnst. Hast du selbst den Überfluss erst einmal erlebt, kannst du auch andere vom Herzen beschenken. Leute, es ist wirklich, das ist nochmal diese Karte, die dir jetzt Mut macht. Und die das hier alles noch mal vereint. Du schaffst das. Und die spricht ganz, ganz wahre Worte, meine liebe Waage. So, und was haben wir noch als Tier? Da haben wir auch schon wieder die Autorität. Löwe. Deine Meinung ist gefragt und hat Gewicht. Wirke aus deiner Mitte und deiner charismatischen Sonnenkraft. Und das habt ihr Wagen doch. Und um das jetzt nochmal das Krönchen aufzusetzen, normalerweise sagt die Karte so schon alles aus, lese ich euch auch den Löwen nochmal vor. Weil ich glaube, gerade für diese Legung hier ist das für euch Wagen oder für die, die es auf jeden Fall jetzt betrifft, sehr wichtig. Die Zeit der Suche ist vorbei. Unsicherheit und Zweifel in deinem Inneren fallen jetzt von dir ab. Eine neue Stabilität ist gewonnen. Die Sonne strahlt über dir. Hier.
Meine lieben Wagen, ihr schafft das. Da, das sagt die Karte schon. Aber da, ja. Ich brauche mich nicht zu wiederholen. Es ist nicht mehr angesagt, sich zu verstecken, sich zu ducken und sich kleiner zu machen, als man ist. Du hast deinen Platz im Leben gefunden. Du bist jetzt in dieser Position, weil der Kosmos genau dir genau diesen Platz und diese Aufgabe zugedacht hat. Du hast die Stärke, Mut und Kraft bewiesen, dass du die Verantwortung für dich und andere übernehmen, Unternehmungen, Projekte leiten und für deine Überzeugungen einstehen kannst. Deine Meinung und deine Überzeugung sind wichtig und richtungsweisend. Der Löwe zeigt sich in deinem Leben, damit du deinen Platz mit Würde, Mut, Stärke, Gelassenheit und innerer Größe einnehmen kannst. Zeige dich der jetzt der Welt, sage aus ganzem Herzen Ja zu dir. Sehr schön. Deine Aufgabe und zu deinem Platz in der Sonne. Richte dich immer wieder auf deine Mitte aus. Lasse dein Licht leuchten und unterschätze nicht deine stark gewordene, dir innewohnende, goldene Kraftquelle. Wundert euch nicht über die Musik, das ist meine Waschmaschine. Stärke und Autorität, das, was du dir wünschst und willst, strahlen klar und unmissverständlich mit Würde aus dir und lenken die Dinge in die gewünschten Bahnen. Lasse geschehen. Ich sage Ja zu meinen Aufgaben in meinem Leben. Von Tag zu Tag spüre ich klarer, stärker und deutlicher die strahlende Kraft in meiner Mitte. Wenn ihr die Grausamkeit euch und anderen gegenüber und die Enttäuschungen, die man vielleicht erlebt hat, bearbeitet und hinter euch lasst. Es fängt jetzt was Neues an. Du bekommst ein Geschenk und das wird dir so gut tun. Zeig deine Autorität, stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Das brauchst du nicht. Und du brauchst dir schon gar nicht selber weh zu tun. Oder in Selbstmitleid zu baden. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ne? Ja, meine lieben Wagen, ihr schafft das. Das sieht sehr gut aus. Das kriegt ihr hin. Für diejenigen, die jetzt da wirklich noch am Zweifeln sind oder. Also die Karte habe ich auch so noch nie gehabt mit dieser Grausamkeit euch selbst gegenüber oder auch anderen. Damit tut ihr euch nichts Gutes. Also lasst das bitte los. Bearbeitet das, löst das. Und dann kommt ihr auch wieder in eure Kraft und eure Stärke auch zurück. Ihr seid doch eigentlich ein ausgeglichenes Sternzeichen. Aber im Moment ist da noch nicht so ganz was im Ausgleich. Also meine Wagen weiter dran arbeiten. So, meine lieben Wassermänner, Wassermann, Frauen, Aszendenten, dann wollen wir mal bei euch gucken. Was haben wir denn hier? Die Prinzessin der Schwerter und die Üppigkeit, sagt das Crowley Tarot. Da gucken wir gleich. So, die Prinzessin der Schwerter. Die ist am Kämpfen, ne? Sie rebelliert. Die Prinzessin der Schwerter sagt aus, kompromisslos die Wahrheit zu sagen. Ja. Sie ist eine kleine Rebellin. Oder ein Rebell, ne? Ist ja geschlechterunabhängig. Die Power des Nein will ich jetzt nicht. Nein. Und auch die Befreiung von begrenzenden Vorstellungen. Eine neue Klarheit gewinnen. Genug ist genug, sagt man ja auch, ne? Du kannst und willst dich auch nicht länger verstecken oder auch klein machen. Nö. Die Wassermänner, wir kommen jetzt in das Luftzeitalter. Es wird Zeit, dass die Luftzeichen auch mal wieder zum Zuge kommen. Und das passt genau hier rein. Jetzt ist es Zeit, Nein zu sagen
wenn du es so fühlst, ne? Also wenn du das so empfindest. Aus Liebe zu dir musst du dich auch manchmal auch abgrenzen oder auch alles in Frage stellen, sag ich mal, ne? Aber achte darauf, dass dein Herz dabei offen bleibt. Dann wirst du dich auch frei fühlen und die ganze Geschichte auch ein bisschen klarer sehen. Prüf doch jetzt einfach mal, was nicht mehr so deiner Wahrheit entspricht. Das kann früher mal so gewesen sein, aber eigentlich hat deine Seele immer ein bisschen, ja, dir was anderes gesagt. So faule Kompromisse musst du jetzt beenden, wo man sagt, naja, gut, mache ich, okay, ne? Selbst wenn es dir vielleicht auch erstmal Nachteile bringt. Sprich doch mal mit den Leuten in deiner Umgebung oder mit diesen Menschen, die dir das auch mal ehrlich sagen oder denen du das auch ehrlich sagen kannst über deine Entscheidung. Und wenn es nötig ist, sag ich mal, dann musst du dich da auch ganz klar abgrenzen, das ist klar. Fühl deine Liebe zu dir, dein Gefühl, das, was du jetzt lange Zeit versteckt hast. Ja, ich drück's mal so aus. Was du lange Zeit versteckt hast. Und lebe deine Wahrheit. Da kämpfst du jetzt auch drum. Du willst so nicht weitermachen wie bisher. Kann ich verstehen. Muss ich wirklich sagen. So, dann haben wir hier noch die vier der Kelche. Du teilst deine Gefühle auch mit. Emotionale Unterstützung. Du hast auch ein bisschen, die Männer jetzt nicht verkehrt verstehen, auch so eine Fürsorge, so eine mütterliche Fürsorge. Das sagt die vier der Kelche ja auch. Und die Gefahr besteht, aber da versuchst du dich ja jetzt gerade zu befreien, sag ich mal. Die vier der Kelche kann auch auf eine Gefahr hindeuten, sag ich mal, vor Einengung, ne, oder besitzergreifenden Gefühlen oder überfürsorglich, sag ich jetzt mal so, ne? Einfach zu viel des Guten zu tun. Deswegen diese Üppigkeit, ne? Wenn man zu viel davon hat, besteht auch da eine Gefahr drinne, sage ich jetzt mal. Aber du willst endlich wieder in dieses Lebensgefühl auch rein, ne? Also im Kreis, sag ich mal, deiner Familie oder so oder auch bei Menschen, sag ich mal, die dir eben auch sehr nahe stehen, ist es ein warmer, üppiger Austausch, unterstützende Zuneigung auch wenn man jetzt sich im Moment vielleicht jetzt so nicht in den Arm nehmen kann, aber vom Verständnis her, ne? Und das genießt du auch, das nimmst du auch an, das tut dir auch unwahrscheinlich gut. Aber auf der anderen Seite willst du natürlich auch deine innere Freiheit oder auch emotional unabhängig sein. Ne? Das steht auch eben hier für die Prinzessin des Schwerter, dieses Nein, ich möchte jetzt endlich mal wieder so ticken, wie ich ticke. Ne? Ich drücke es jetzt mal so aus. Also sei ruhig auch offen dafür. Ne? Das sagt ihr die vier der Kelche auch. Doch du darfst natürlich niemanden erlauben, sag ich mal, dich zu manipulieren oder dich zu besitzen oder und dasselbe ist natürlich auch in Liebesdingen genau das Gleiche. Auch das, was du anderen schenkst, ne? Das schenkst du, weil dir danach ist und nicht, weil du irgendjemanden damit manipulieren willst. Also das im umgedrehten Sinne natürlich ganz genauso, ne? Frage doch mal deinen Leuten, sag ich mal, oder deine Familie, sag ich mal, die dir jetzt praktisch sehr nahe stehen, ob sie offen sind für solche Gespräche, was du vielleicht vorhast. Vielleicht hast du da auch irgendwelche Ideen oder willst dich jetzt auch komplett verändern. Das wird dir vielleicht auch erstmal vom Hocker hauen, sag ich mal. Aber frag sie doch einfach mal, ob du dich mal mit denen darüber unterhalten kannst. Mal sehen, was die dazu sagen.
Und frag sie auch mal nach ihren Gefühlen oder Erfahrungen vielleicht, die sie gemacht haben. Ob sie sich auch dafür interessieren, was du möchtest, was du dir vorstellst und wie es ihnen auch damit geht. Also diese offene Kommunikation, nicht immer hinterm Berg reden, sondern oder um den heißen Brei herumreden, sondern wirklich mal ganz offen darüber sprechen. Im Moment ist doch jetzt auch die richtige Zeit dafür. Und wenn sie dafür offen sind, dann kannst du ihnen auch alles Wichtige mitteilen, was dir auch, sag ich mal, am Herzen liegt. Sei ruhig mal mutig und ehrlich. Und erlaube es aber andersrum den anderen auch mutig und ehrlich zu sein, dir gegenüber. Und das zu sagen, was sie denken. Und dann siehst du ja, was dabei rauskommt. Eine ganz klare Botschaft. Kommunikation ist im Moment und gerade jetzt für die Luftzeichen, es kommt jetzt das Luftzeitalter, da wird sich einiges ändern. Und dann kommt ihr jetzt vielleicht auch mal wieder in eure Kraft rein. So, was sagen die in Leonormand und Karten uns denn hier? Guck mal, Kraftstärke, etwas Altes. Ja, ist doch da, meine lieben Wassermänner. Harmonie, Zufriedenheit, Familie, Ruhe ist euch auch unwahrscheinlich wichtig. Auch eine innere Balance zu finden. Ihr kämpft auch darum, ne? Sagt sie ja, hier etwas Altes, Bewährtes, sag ich mal. Ihr wisst ja eigentlich, was ihr wollt. Ja, ich drücke das mal so aus. Ihr wisst ja eigentlich, was ihr wollt. Und nach Harmonie streben die Wassermänner sowieso. Wassermänner mögen keinen Streit oder Auseinandersetzung. Den versuchen sie möglichst immer aus dem Weg zu gehen. Also so kenne ich Wassermänner. Es mag nicht immer so sein, wenn sie wirklich richtig herausgefordert werden. Oha, dann kann auch mal nicht in dem Sinne ein Vulkan ausbrechen, sondern dann bricht da auch gleich mal ein ganzer Damm, ne? Ja. Oder es ziehen sehr graue Wolken auf. Also das kann denn aber, normalerweise ist der Wassermann eigentlich wissen sie auch, was sie wollen. Und die Luftzeichen allgemein, sag ich mal, sind ja auch ein bisschen so Freigeister. Sehr viel Fantasie, verspielt. Ja. Aber hier ist auch etwas Altes, eine große Kraft und eine Stärke ist bei euch da, definitiv. Und darum kämpft ihr auf und notfalls zeigt ihr eben auch mal die Krallen, weil ihr das jetzt auch so wollt. In diesem Prozess seid ihr jetzt auch mittendrin, weil die Harmonie und die Zufriedenheit auch in der Familie zu euch selber ist euch extrem wichtig. Und darum kämpft ihr jetzt auch. Vielleicht wollt ihr auch etwas ändern, sag ich mal, und hört da auf. Hört da ruhig auf euer Gefühl. Dann macht es auch mal so. So, was haben wir denn hier noch? Die 9 Kelche, das schafft ihr. Hier. Ich lege das mal jetzt so rum. Die Chance, etwas zu unternehmen und zu entfalten, zu wachsen, voller Tatendrang, Mut und Kraft loslegen. Ihr legt jetzt los. Und ihr habt auch noch Glück dabei. Das geht gut aus. Gute Zeit, etwas erreicht zu haben, Phase des Wohlbefindens, Zufriedenheit. Also, tja, ja, rundet die ganze Geschichte wieder ab. Jetzt bin ich mal gespannt wie ein Flitzbogen, was diese Karte sagt. Der Stab, den hab ich noch nicht gehabt, aber das schauen, ne? Ich habe ja mein nettes Buch. Da bin ich jetzt aber mal gespannt, weil die Karte habe ich noch nicht gehabt. Ja klar, da sind noch einige Karten, die ich noch nicht gehabt habe. Einige, die tauchen immer wieder auf. Aber das ist mal was Neues, lieber Wassermann. Dann wollen wir mal gucken. Da. Der Stab ist ein Symbol für Macht und in der Lage, Extreme abzumildern. Er unterstützt dich beim Finden der richtigen Vorgehensweise in des Weges der Mitte. Ja. Das ist nur die Essenz, die Einladung. Du bist in der Lage, dich mit Leichtigkeit zwischen den Extremen zu bewegen, sowie alle Möglichkeiten abzuwägen, ne? Um diese Harmonie nämlich auch herbeizuführen. Da haben wir es wieder. Vertrau deiner inneren Weisheit, sag ich ja. Alte Kraft, Stärke. Und unternimm jetzt den ersten Schritt
einer Reise, zu der dein Herz längst aufgebrochen ist. Sag ich ja, das schlummert schon lange in dir rum. Bediene dich deiner Kraft des Stabes, um scheinbar Getrenntes zusammenzuführen und bemühe dich um das empfindliche Gleichgewicht zwischen Willenskraft und Hingabe. Ja, klare Botschaft, ne? Sehr interessant. Ich kann dir die Medizin ja, also wenn da einige von euch vielleicht noch zweifeln, kann ich euch die Medizin nochmal vorlesen. Du bist im empfindlichen Gleichgewicht gegensätzlicher Kräfte gefangen, zwischen dem Maskulin und dem Feminin, zwischen dem Tun und Passivität. Nutz das zu deinem Vorteil. Schließlich gibt es keinen Tag oder Nacht, kein Tief oder Hoch, kein Falsch oder ein Richtig. Für dich ist es jetzt an der Zeit, korrigierend einzugreifen, angefangen bei deinen Überzeugungen in Bezug darauf, was behoben und repariert werden muss. Lass dem Schicksal seinen Lauf, aber gib ihm unterwegs ruhig auch den einen oder anderen kleinen Schubs. Gut ausgedrückt, ne? Super. Bestätigt das, was ich eben schon gesagt habe. So, und da. Der Phönix. Auferstehung und Wandlung. Ja, mein lieber Wassermann. Am Ende des Tunnels ist Licht. Ein alter Zyklus verendet sich. Vertraue auf deine Kraft und die Erneuerung. Ich glaube, mehr muss ich nicht sagen, ne? Tolle Legung. Ja, ihr macht euch definitiv auf den Weg, oder solltet ihr auch machen. Aber ich glaube, teilweise, da werdet ihr teilweise auch schon mittendrin stecken, weil ihr wollt nämlich so, wie das bisher gewesen ist, und wenn da Unstimmigkeiten oder irgendwas war, auch so, ihr wollt diese Harmonie auch wieder herstellen und das schafft ihr auch und darum kämpft ihr auch. Mehr ist da nicht so zu sagen, meine Lieben. Ich wünsche euch viel Glück dabei. Aber wie gesagt, ne, wir legen ja demnächst wieder die Karten und dann schauen wir nochmal, wie weit ihr da so seid. So, meine Lieben, jetzt sind die Zwillinge dran. Dann wollen wir mal bei den Zwillingen gucken, was da los ist. Mal eben hier meine Bücher parat legen hier. Falls da noch was Wichtiges ist, sag ich mal. So, dann wollen wir mal gucken. Was sagt uns denn das Crowley Tarot für die Zwillinge? Was haben wir denn da? Einmal Prinz der Kelche. Aha. Und einmal die drei der Kelche. Seid ihr mit den Kelchen unterwegs, meine lieben Zwillinge? Also, der Prinz der Kelche. Starke Gefühle. Tief in die Leidenschaft eintauchen. Transformation, lieben lernen. Ne? Lieben und lieben. Sei praktisch bereit, mit der Intensität deiner Gefühle in Kontakt zu treten. Erlaube dir, leidenschaftlich zu sein. Und werde auch dir deiner erotischen und sexuellen Bedürfnisse bewusst. Haben wir ja ein tolles Thema hier. Stehe zu dem, was du dir wünschst. Lass dich auch ruhig angstfrei auf Nähe und tiefe Gefühle ein. Verbinde dich immer wieder auch mit dir selber und mit der Liebe, die du selber empfindest. Ne? Das ist jetzt so die höhere Botschaft, drücken wir es mal so aus. Gehe keine halbherzigen Sachen ein. Ne? Nicht halbherzig, sondern wenn, dann mit ganzem Herzen. Was für dich selber auch stimmig erscheint, sag ich mal, wenn du auf jemanden triffst. Ne? Sei liebevoll, nimm diese Impulse auch für dich an. Öffne dich für die Liebe. Vielleicht lernst du ja auch jemanden kennen. Wir wollen mal nicht zu weit vorgreifen.
Auf jeden Fall achte dabei stets aber auch bei dir, sag ich mal, auf deine innere Freiheit, ne? Dass du dich da nicht irgendwo rein manipulieren lässt, sagen wir das jetzt mal so. Und die drei, sag ich mal, der Kelche, die Fülle. Reicher Liebesaustausch, ja, mein Lieber. Wir gehen langsam auf Mai zu, ne? Ich merke das schon. Bei euch Frühling, Sonne und schon seid ihr da volle Pulle drinne. Das liebt ihr ja sowieso. Also grenzenlose Liebesfülle. Also bei euch hattet es im Moment, ja, scheint es euch gut zu gehen. Frau, sage ich jetzt mal so, ne? Also öffne dich für das Leben, für die Liebe, alles, was dich umgibt, ist Ausdruck purer Liebe. Ihr seid vielleicht auch im Momentan sehr gefühlvoll. Du musst es vor allen Dingen auch erkennen und dich dann eben auch dafür öffnen. Das Leben möchte dich reich beschenken. Ne? Hier. Die Überfülle. Hier siehst du das hier, die Fülle. Es quillt nur so da aus dir raus. Du bist da auf luftigen Sachen unterwegs hier. Weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Ja. Passt zum Luftzeichen. Definitiv. Ja, dann wollen wir mal gucken, was die Leonore-Karten da noch sagen. Was haben wir denn hier? Veränderung in jeglicher Form. Meine lieben Zwillinge, was habt ihr eigentlich vor? Liebe, Liebe, Liebe überall. Wahnsinn. Toll. Ihr seid flexibel. Flexibel sein, sag ich mal. Spricht auch, oder diese Karte steht auch für den Zwilling, für die Waage und für den Wassermann, nämlich für die Luftzeichen. Veränderung in jeglicher Form, ob das die Meinung ist, das Verhalten, ihr wollt vielleicht umziehen, wechseln. Auf jeden Fall, ihr seid anpassungsfähig. Ja, ihr wollt es wirklich wissen. Oder es sind die unter euch, die sich verliebt haben, sag ich mal. Weil hier haben wir schon wieder die Liebe. Lieben, verlieben, Herzlichkeit, Hilfsbereitschaft oder auch herzliche Atmosphäre. Zuneigung. Ihr lebt euch und das Leben. Was soll ich dazu noch sagen? Gucken wir mal weiter. Das wird ein kurzes Reading. Ah, da kommen wir aber jetzt mal zu Sachen. Okay. Hier haben wir den Teufel und da haben wir das Tod. Das heißt, ihr müsst euch, ne, weil hier steht ja auch Veränderung in jeglicher Form. Ihr müsst dabei aber auch was Altes loslassen und dürft euch nicht in Versuchung und Abhängigkeit begeben. Und das sind meistens die Sachen, die man selbst gewählt hat. Wenn ihr da so überschwänglich, sag ich mal, durch die Gegend reitet, fliegt, ich sag mal fliegt, dürft ihr euch dabei natürlich nicht allen Versuchungen hingeben, ne, sondern genau prüfen, das sagt ja der Prinz der Kelche auch. Etwas verändert sich, aber wie gesagt, ihr reagiert da flexibel drauf, definitiv. Aber dem Pakt mit dem Teufel, den Versuchungen und den Verlockungen zu widerstehen, sondern bleibt in eurer Liebe. Zwilling ist ja, sagt man ja, ein zweigeteiltes Wesen, sag ich mal. Auf der einen Seite seid ihr Lebensfreude, ihr auf jeder Party und ihr seid in Gange und ihr seid auch offen und alles. Und der zweite Teil davon ist der kleine Teufel hier, der sich dann doch wieder in Abhängigkeiten begibt, der zu leichtgläubig irgendwo reinläuft. Also prüft das vorher genau, das habe ich ja jetzt hier vorhin auch schon gesagt. Und für einige von euch wird es auch so sein, dass ihr noch was Altes das Alte ist hier totgelaufen. Es hat sich totgelaufen. Ihr müsst diesen Versuchungen widerstehen, um hier auch Veränderung in jeglicher Form, das ist die Grundtendenz hier. Genau, das hier ist die Grundtendenz, die habe ich ja auch zuerst gezogen, sag ich mal. Das ist der Hinweis nochmal da drauf. Veränderung in jeglicher Form. Ihr müsst was Altes hinter euch lassen und den Versuchungen widerstehen.
Lasst euch nicht verführen. Prüfet genau, wer sich binden will. Kennt ihr dieses Sprichwort? Dann gucken wir nochmal, was sagt denn das Seelenorakel? Der Stillstand. Die Karte habe ich schon mal gehabt. Interessant, sage ich euch. Das ist ja, ihr Zwillinge, ihr haut mich immer wieder vom Hocker, ehrlich. Also bei euch, Luftzeichen, sage ich doch. Also, das sagt auch das hier, ne? Wenn etwas zum Stillstand gekommen ist, beziehungsweise stagniert, erinnert dieses Symbol daran, dass dich ständiges Tun und Machen auch nicht unbedingt ans Ziel führt. Vielleicht solltest du dir jetzt weitere Informationen besorgen oder einfach abwarten, bis das Universum den nächsten Zug macht. So oder so stellt dieser Moment ein schönes Geschenk für dich dar. Genieß ihn. Deswegen sage ich ja hier, ne? Gefühle, wunderbar. Ich lege das mal hier oben drüber, weil die vereint meistens alles zusammen. Lass das Universum alle Einzelheiten zum höchsten Wohl der Gesamtheit zusammenfügen. Derweil kannst du spielen gehen. Boah, bist du ja voll bei. Die Batterie wieder aufladen und deine Gedanken von dem abziehen, was bei dir gerade stagniert und sich totgelaufen hat. Es kommt schon wieder in Bewegung in dein Leben. Und zwar früher, als du denkst. Muss ich da noch was zu sagen? Nö. Die Medizin kann ich ja noch mal vorlesen für die, die vielleicht da noch ein bisschen Zweifel haben. Es ist Zeit, aus der Paralyse durch Analyse herauszukommen. Der Stillstand lädt dich ein, dich nach innen zu wenden, zu atmen und tief der Beschaffenheit des gegenwärtigen Moments zu erkennen, ergibt dir die Chance, zum Zeugen all dessen zu werden, was geschieht, bevor die Bewegung wieder einsetzt. Ne? Wo du ja hier volle Pulle, Liebe im Überfluss, in aller Fülle, im wahrsten Sinne des Wortes. Er gibt dir die Chance, zum Zeugen all dessen zu werden, was geschieht, bevor es wieder. Außerdem bietet er dir die Gelegenheit, ein Projekt aufzugeben, bevor es den Bach runtergeht. Auch kann es an der Zeit sein, dich von einer unnötigen Belastung zu befreien, die du auf dich genommen hast, ohne an die Folgen zu denken. Versuchung loslassen. Abschied nehmen hat sich totgelaufen. Was es im Einzelnen ist, erfährst du, sobald du innehältst, tief durchatmest, deinen Geist zur Ruhe bringst und alles, was dich ablenken könnte, ausschaltest. Anschließend bist du geerdet, entspannt und abgeklärt genug für den nächsten Zug. Wenn etwas nicht so läuft, wie du es dir wünschst, bedenke bitte, was dir wirklich gehört, kann nichts und niemand dir wegnehmen. Klare Botschaft? Klare Botschaft. Ich finde diese Gegensätzlichkeiten, das passt zum Zwilling wie die Faust aufs Auge. Muss ich wirklich sagen. Auf der einen Seite, wie gesagt, ihr müsst euch hier auf den Weg machen, aber wie gesagt, ne, das sagt das auch. Haltet inne, prüfet, welche Versuchungen und Abhängigkeiten sind da noch, sag ich mal. Oder müsst ihr widerstehen? Altes loslassen, haltet inne, kurz innehalten. Und dann könnt ihr hier loslegen. Hier. Veränderung in jeglicher Form, Liebe. Und dann könnt ihr wieder sprudeln. Ich drücke das jetzt mal so aus. Jetzt bin ich mal echt gespannt, was hier kommt. Die Willensstärke, der Steinbock. Konzentration und Ausdauer sind jetzt erforderlich. Dein Weg wird dir Erfolg und neue Wachstumschancen bringen. Ja, mein lieber Zwilling, was soll ich denn da noch oben drauf setzen? Sagt mir das mal. Nichts. Finde ich klasse. Und im Monatsorakel war das auch so, dass ihr jetzt eure Willensstärke, eure Kraft zeigen sollt. Spielt den Chef, könnt ihr euch noch dran erinnern? Ansonsten guckt euch bitte das nochmal an. Nicht wundern, das war eben mein Computer, weil ich das erste Video hier, sag ich mal, gespeichert habe. Sonst guckt euch das bitte nochmal an. Das spiegelt das hier 1:1 halbwegs wieder. Wirklich. Und das finde ich immer wieder fantastisch,
da ich ja für den April gelegt habe und jetzt hier zwischendurch einfach noch mal gucke, ob es noch was Neues gibt. Aber außer dieses Liebesgeschichten hier, das ist noch mal jetzt so eine Zusatzbotschaft, sag ich mal. Sonst guckt euch bitte noch mal die Aprillegung an für den Zwilling. Ihr werdet überrascht sein. Und ich finde das immer wieder klasse. Das bestätigt mich persönlich auch immer wieder. Nicht, dass die Karten jedes Mal irgendetwas anderes sagen. Nein, sie führen den Weg eigentlich vor oder sie holen einen auch wieder ab und bestärken einen nochmal seinen Weg auch weiterzugehen. Ich finde das klasse. Meine lieben Zwillinge, ich wünsche euch, das macht so weiter. Was ihr zu tun habt, wisst ihr. Sonst guckt euch das Video nochmal an. Den Timecode, wie gesagt, schreibe ich sowieso rein. Und dann bedanke ich mich bei euch ganz, ganz herzlich. Ich wünsche euch noch ein frohes Osterfest, egal in welcher Form. Es wird alles gut werden. Meine Lieben, bis zum nächsten Mal. Eure Prinzessin der Kelche. Tschüss.